Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist schon, ja, Bernd und Calvino, die sind schon außer Haus, obwohl Osterferien sind. Ist Calvino auch früh aufgestanden, ist mit Bernd zum Laden gegangen. Oder eher gesagt, Bernd ist schon vorgegangen und Calvino ist mit dem Fahrrad nachgefahren. Die wollten da was zusammen erledigen und machen. Deswegen sind die schon weg. Ich bin mit Smurfy und Livia noch hier. Ich musste unbedingt beim Elterngeld-Dings da anrufen, bei der Elterngeldstelle. Ich habe da 400 Mal angerufen letzte Woche. Es war erst war immer besetzt, dann ist keiner drangegangen, dann war der Anrufbeantworter. Die hatten eine Fortbildung, war keiner zu erreichen. Heute ist ja Montag und ja, dementsprechend haben heute wahrscheinlich wieder alle versucht, auch anzurufen. Ich habe 400 Mal wieder versucht, bis ich jemanden erreicht habe. Und dann hat mir die gute Frau gesagt, dass mein Sachbearbeiter für unser Elterngeld nicht im Dienst ist. Aber ja, keine Ahnung. Die hatten das, also Livia ist ja am 21.01. geboren. Wir hatten auch sofort, oder Bernd hat alles sofort abgeschickt. Dann haben wir nochmal einen Brief bekommen, dass sie Einkommensnachweise haben wollten. Habe ich dann hingeschickt. Entschuldigung. Und ich habe nicht mal eine Antwort bekommen, ob die angekommen sind. Das Ganze ist jetzt schon 4 Wochen oder 5 Wochen her. Und sie hat gesagt, es ist eingegangen, aber es dauert ja 6 bis 8 Wochen nach Eingang, bis es bearbeitet ist. Also es ist alles gut, aber es dauert halt noch länger. Also wahrscheinlich erst, wenn die Kleine 4 Monate alt ist, werden wir Elterngeld bekommen. Hoffe ich zumindest. Gehe ich mal von aus. Ja, dann ist ja heute Montag. Bernd ist, wie gesagt, im Laden. Durch dieses ganze Lockdown hin und her, man weiß gar nicht mehr, was jetzt abgeht. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr wisst, was bei euch im Kreis jetzt los ist. Bei uns, also was wir jetzt alles schon in dem letzten Jahr gemacht haben, wir hatten komplett zu Lockdown. Wir hatten Lieferservice, wir hatten Fensterverkauf, wir hatten nur eine Person im Laden. Dann hatten wir mehrere Personen im Laden, die mussten Abstand halten. Dann hatten wir jetzt Terminshopping. Und jetzt ist es ja so, dass die Kreise irgendwie mit negativem Test ab einer Inzidenz von 100 oder man weiß es auch nicht selber entscheiden können, keine Ahnung. Und da haben wir gesagt, dafür brauchen wir ja nicht aufmachen. Also für die 5 Leute, die sich dann wirklich testen lassen, um bei uns einkaufen zu gehen oder mit diesem Test, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Weil wenn ich jetzt so einen Test mache, also die müsste die Person ja quasi vor Bernd direkt machen, dass es dann negativ ist. Also, dass er es sieht. Weil mit diesem Test kann man ja nicht nochmal woanders hingehen, weil dann hätte den ja auch eine andere Person machen können. Ich weiß es nicht. Ich blicke da wirklich nicht mehr durch. Oder ob man von einer offiziellen Stelle einen Test braucht mit so einem Schreiben. Da weiß man aber auch nicht, wie so ein Schreiben aussieht. Das könnte sich ja auch einfach jemand ausgedruckt haben. Ich habe keine Ahnung. Oder ob man vielleicht doch noch so einen Fensterverkauf machen kann. Oder so. Ich weiß es nicht. Dieses Call and Collect hatten wir. Und da kommt ja auch keiner rein. Da haben wir halt einfach so ein Fenster, was man aufschieben kann. Aber ob man das darf, weiß ich nicht. Deswegen Bernd versucht die ganze Zeit, das Ordnungsamt zu erreichen. Ja, wenn wir wieder komplett zu haben müssen, dann haben wir auch wieder keine Einnahmen und kein Elterngeld. Ja, Leute, hier ist was los, sage ich euch. Ihr schreibt mir ständig in die Kommentare, was mit Ungarn ist. Was, also, dass jetzt nur noch Babyvideos kommen und nur noch so Lebensalltagsvideos, ja, was halt mit Ungarn ist, ob das gestorben ist oder so. Nein, das ist natürlich nicht gestorben. Aber wir sind ja in Deutschland, wir haben nicht diese Wohnkarte. Wir kommen halt nicht rein in Ungarn, glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht, auch da ändert sich ja ständig irgendwas. Ich glaube, mit Quarantäne würde man reinkommen. Aber wenn wir jetzt mit hinfahren würden nach Ungarn, 2 Wochen Quarantäne, dann halt da sein und dann wieder zurück, wieder 2 Wochen Quarantäne. So viel Zeit haben wir ja vielleicht gar nicht, weil wir eventuell unseren Laden aufmachen können, um Geld zu verdienen, was wir ja auch brauchen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten und um Rücklagen zu bilden für Auswandern. Da muss ich euch mal ein ausführliches Video zu machen, was abgeht in Ungarn. Also wir haben noch unser Haus, das wird auch weiter saniert, aber es dauert halt. Was ist denn, also mit Corona, da hat ja wirklich gar keiner mit gerechnet. Ja, was soll ich euch sagen? Ich mache da mal irgendwann ein ausführliches Video zu. Jetzt muss ich hier, also die Maus schläft jetzt, sie ist eingeschlafen. Ich muss ein bisschen den Haushalt machen. Und dann gehen wir auch zum Laden.
Und dann hoffentlich hat Bernd schon jemand beim Ordnungsamt erreicht, denn da ist natürlich auch die Hölle los, weil alle rufen da an, oder nicht alle, aber viele rufen da an und die haben auch nicht so viel Zeit. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe es doch letzte Woche endlich nach Fielmann geschafft, mit Calvino meine Brille zu bestellen. Endlich neue Brillen. Komme ich da jetzt auch nur mit aktuellem Test rein? Das wäre ja total doof, wenn ich die abholen will. Oh, da habe ich ja absolut keine Nerven drauf. Da muss ich mich mal informieren. Das Schlimme ist, ich kann ja jetzt nicht mal bei Fielmann anrufen, weil die werden das wahrscheinlich auch nicht wissen, wie ich da einkaufen kann. Also meine Brillen abholen kann. Die müssten diese Woche fertig sein. Ich sag euch, das ist ein Krampf, ne? Dieses Hin und Her. Und immer sagen die ja, wenn wir jetzt nochmal zurückhalten, die Kontakte, dann wird es besser. Das war Weihnachten schon so und jetzt Ostern wieder soll das so sein. Naja, was soll ich euch sagen? So, die Kamera ist an. Nur falls du dich wunderst, mit wem ich rede. Dich wundert gar nichts. Also, wir sind wieder zurück. Es ist Mittagspause. Jetzt, ich habe den ganzen Vormittag nicht mehr gevloggt. Es war so, ja, wie ich euch heute Morgen schon gesagt habe, das Ordnungsamt weiß auch gar nicht, wie man so wirklich jetzt öffnen darf. Es ist jetzt zwar mit diesen Tests hier bei uns im Kreis, aber wie so ein negativer Test aussieht, das Ergebnis konnten die jetzt auch nicht sagen. Oder Bernd, eher gesagt, der hat mit denen telefoniert. Und dann habe ich gesagt, theoretisch braucht Bernd ja auch einen negativen Test. Sonst darf er nicht aufmachen, oder? Und das wusste sie auch nicht vom Ordnungsamt. Die, ja, ja. Auch. Ja. Genau. Die wissen halt auch nicht mehr als wir und müssen sich da durchwurschteln. Ja. Ist halt noch gar nichts erlassen worden vom Land. Nee. Da ist ja das. Da wird immer getönt und dann passiert nichts. Die müssen ja auf die, wie heißt das, Verordnung noch warten dann? Ja, das soll ja heute dann wieder beschlossen werden. Da ist ja wieder was Neues. Das Problem ist halt, dass die Menschen, glaube ich, hier im Kreis jetzt denken, die dürfen nur mit einem positiven Test einkaufen gehen und es wird, glaube ich, gar nichts los sein, groß. Ja, tote Hose. Man sitzt man da und wartet. Ja. Naja, was soll man machen? Ja. Schönes Wetter kommt uns raus. Das stimmt. Morgen ist auch, morgen 23 Grad, ne? Morgen. Ja. Und knapp 20 und heute werden. Morgen gehe ich auch mit dem Maler hin zum Bernd und dann werden wir einen Tag da verbringen im Laden. Weil es darf ja eh keiner reinkommen, außer die haben ein negatives Testergebnis und wir sitzen dann draußen und so. Ach, werdet ihr sehen, ich werde die Kamera mitnehmen. Der Bernd macht jetzt hier Essen. Ich hatte vorbereitet und zwar den Blattsalat schon mal gewaschen und hier das Dressing dazu. So ein Sahnedressing mit Zwiebel und Essig und Zucker. Dann kocht der Bernd hier ein paar Penner-Nudeln. Und wir haben, da seht ihr auch noch fertige Penner-Nudeln. Reste-Penner. Und dazu gibt es dann die Bolognese. Die hole ich schon mal eben ein Glas, ne? Genau. Dann essen wir schon mal Mittagessen. Die Maus macht Mausegeräusche. So. Da. Hier. Calvino ist nicht da, deswegen reicht uns ein Glas Bolognese-Soße. Genau, genau, genau. So. Es ist schon nachmittags. Bernd ist schon wieder zur Arbeit gefahren vor etwas längerer Zeit. Und ich habe es mir hier mit der Maus gemütlich gemacht. Seht ihr sie? Schaut euch an, wie süß sie schläft. Ich habe es gerade schon auf Instagram gezeigt, dass sie dieses Kissen total mag, weil wenn ich sie da reinlege, dann wird sie so ummantelt, so eingefasst und dann schläft sie richtig schön. Also alle, die Babys haben, die man nicht so gut ablegen kann, dieses Kissen hier, das Innenleben, das ist auch von Ikea für 4 Euro. Das ist das günstigste Kissen, was es gibt bei Ikea. Das ist so richtig dick und flauschig. Wenn man sie da reinlegt, dann sinkt sie da so ein und das ist richtig, das liebt sie. Ich lege das auch überall hin, also zum Beispiel im HWR auf dem Boden oder so. Und dann kann ich da die Wäsche falten, dann liegt sie da drin. Ja, das mag sie sehr. Staubi ist gerade auf dem Weg nach seiner Basis. Der muss aufgeladen werden. Und ich, die Mutti, die chillt jetzt hier ein bisschen. Wie gesagt, ich habe gerade Instagram gemacht. Dann haben Bernd und ich noch eine Liste gemacht für
einkaufen. Er muss heute oder muss nicht. Aber die aktuelle Lage, die so zurzeit ist, ihr wisst, wir machen immer Krisenvorsorge. Er will noch mal ein bisschen aufstocken. Oder wir wollen noch mal ein bisschen aufstocken. So Dosen, Fraß und sowas alles, weil, ne, man weiß ja nie. Besser haben als brauchen. Und ja, das machen wir jetzt alles telefonisch. Und dann macht er das nach der Arbeit, erledigt er das alles. Und dann ist der Tag schon wieder rum, ihr Lieben. Heute Abend gibt es bei uns nur Abendbrot. Also ich wollte den Vlog jetzt hier schon beenden, deswegen rede ich schon mit euch. Ich glaube, so rum ist besser die Kamera, weil dann ist das Licht in mein Gesicht und kommt nicht von hinten. Ist ein bisschen vorteilhaft. So. Ja gut, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war ja jetzt eigentlich nicht so ein richtiger Vlog, ne? Das war ja mehr so mit unserem Laden, dass wir nicht wissen, wie wir aufmachen sollen. Also so ein Corona-Video ein bisschen, ne? Naja, für alle, die neu dabei sind, eigentlich machen wir Daily-Vlogs, so über normalen Alltag und nicht so Corona mit dem Laden und sowas alles. Naja, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!